Hallo, ich grüße dich. Ich bin Seraina Heim, Autorin und Familientherapeutin. Musstest auch du viel zu früh von einem Kind Abschied nehmen, weil es bei einer Fehlgeburt verstorben ist? Konntest auch du dein Kind niemals im Arm halten, weil es viel zu früh gegangen ist? Dann sei dir bewusst, du darfst um dieses Kind trauern. Egal, wie früh du das Kind verloren hast, egal, ob du die Mama oder der Papa bist, nimm dir Zeit, um dein Kind zu trauern. Denn gerade je früher wir ein Kind verlieren, umso wichtiger ist die Trauerarbeit. Das geht aber leider oft vergessen. Niemand ist sich bewusst, dass man ein früh verstorbenes Kind, das man nie gesehen hat, betrauern darf. Ich möchte dir heute helfen, dass du dir Zeit nehmen kannst, um dich innerlich noch einmal mit deinem Kind zu verbinden und gleichzeitig von ihm Abschied zu nehmen. Dazu machen wir gemeinsam eine kurze Meditation. Setz dich bequem hin und atme einmal tief ein und aus. Du spürst deinen Körper und du lässt den Atem frei fließen, in deinem Rhythmus von Einatmen und Ausatmen. Du spürst den Stuhl unter dir. Du spürst deine Füße, deine Beine. Du atmest tief in deinen Bauch hinein. Dein Kopf wird leer. Alles, was um dich herum geschieht, ist jetzt nicht wichtig. Deine ganze Aufmerksamkeit richtet sich auf dich. Und du atmest ein und aus. Und du kommst ganz bei dir an. Und dann richtest du deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Du spürst tief in dein Herz hinein und du siehst ein helles Licht, das in der Mitte deines Herzens zu leuchten beginnt. Geh nun voller Vertrauen auf dieses Licht zu. Lass dich ganz auf das Licht ein. Und so kommst du langsam in die Mitte deines Herzens. Da siehst du einen schönen Brunnen stehen. Und auf dem Brunnenrand sitzt ein kleines Kind, das dich fröhlich anlächelt. Nimm dieses Bild in dich auf und dann gehst du langsam auf das kleine Kind zu und streckst ihm die Hand entgegen. Ihr nehmt euch an den Händen und du weißt, das ist dein Kind, das du viel zu früh verloren hast. Und du sagst zu dem Kind, ich bin so traurig, dass du nicht bei mir bist. Und dann nimmst du das Kind in deine Arme, hältst es ganz fest und du sagst zu dem Kind, auch wenn du nicht bei mir bist, so bleibe ich doch für immer deine Mama, so bleibe ich doch für immer dein Papa und du bleibst mein Kind. Und du siehst, wie sich das Licht um dich herum zu wandeln beginnt. Es schimmert nun in einem zarten Hellgrün. Das ist die Farbe der Heilung. Und du spürst, wie sich dein Herz entspannt.
und du siehst, dass es dem Kind gut geht. Es hat alles, was es braucht. Und du sagst zu deinem Kind, ich lasse dich jetzt in deine Welt ziehen und ich bleibe tapfer in meiner Welt. Und dann nimm dir Zeit, um ganz persönlich von deinem Kind Abschied zu nehmen. Und wenn du dafür bereit bist, löst du dich langsam von deinem Kind. Du weißt jetzt, es hat einen festen Platz in deinem Herzen. Und dann drehst du dich langsam vom Brunnen weg und konzentrierst dich auf das hellgrüne Licht, das dich umgibt. Das Bild deines Kindes verschwindet langsam. Um dich herum ist alles zartgrün. Und du siehst, wie sich das Licht wandelt in ein klares Hellgelb. Und auch wenn du noch die Trauer spürst, spürst du doch auch die Hoffnung, dass es dir bald wieder besser geht. Und du atmest tief ein und aus. Du lässt deinen Atem tiefer werden. Nimmst deinen Körper wahr. Du spürst deine Füße auf dem Boden. Du spürst deine Beine. Du kannst tief in den Bauch hineinatmen. Und du kommst mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu deinem Körper. Zurück in die Gegenwart. Und mit einem weiteren tiefen Atemzug bist du wieder ganz im Hier und Jetzt. Was ich dir mitgeben möchte durch die Meditation und mit allem, was ich weiß, ist, Kinder, die bei einer Fehlgeburt versterben, bleiben unsere Kinder, auch wenn wir den Alltag nicht mit ihnen teilen können. Wenn du mehr wissen möchtest über diese Seelenkinder, wie ich sie nenne, dann kannst du das, indem du mein Buch liest, Seelenkinder und wie sie in ihrer Familie wirken. Du findest darin auch viele weitere Übungen und Rituale, wie du von deinem Kind Abschied nehmen kannst und es gleichzeitig liebevoll in deine Familie integrieren kannst, sodass es für immer ein Teil deiner Familie bleibt. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute.